Oh. Wir haben mich extra schick gemacht. Jetzt wird's ernst. Denn wir machen ja heute, wer wird Klimamillionär? Aaron Troschke und tatsächlich auch mit Günther Jauch, der sich gleich zuschalten wird. Was? Hallo, kann man sich gut verstehen? Ja. Hören Sie uns? Ja, wunderbar. Das ist ein Traum. Verstehen kann ich gut. Ich erkenne nicht alle. Wer ist das rosa Einhorn? Hallo, liebe Regina. Das ist die Regina. Das weiß ich. Genau, ja, herzlich willkommen bei Utopia. Herr Jauch, können Sie sich noch an Herrn Troschke erinnern, wie das so war? An Aaron Troschke aus seinem Snack- und Backshop, wie er, glaube ich, damals immer gesagt hat, kann ich mich sehr gut erinnern. Der Mann hat uns über mehrere Sendungen getragen. Wir haben uns jetzt ein paar Jahre nicht gesehen. Ein bisschen hat er zugelegt ja, im Gesicht. Sie sind älter geworden, ich fetter, das stimmt. Gut, aber das ist ja ausgeglichen. Okay. Mit der Arbeitsteilung bin ich einverstanden. Genau, und wir machen jetzt ein Quiz und es wird so laufen. Also, ich stelle abwechselnd Fragen, die einmal an Aaron gehen, einmal an Herrn Jauch gehen. Und das sind natürlich Fragen, die was mit dem Klima zu tun haben. Und gleichzeitig haben wir auch noch einen Joker. Also wir haben den Publikumsjoker, das heißt, das liebe Publikum die, hier. Die Profis. Die Profis. Ja. Das heißt, stimmen alle ab oder kann ich sagen, Kyla soll mir helfen? Da hast du die Auswahl tatsächlich. Ah, okay, okay. Also du kannst sagen, von allen oder du möchtest von einer Person, wenn du da irgendwo mehr Vertrauen hast. Ja. Das auch, das sitzt auch. Sitzt jemand im rosa Ding? Es gab ja eine Frage, die dich rausgekickt hat. Ja. Und weißt du noch, welche Frage das ist? Auf welchen Produkten ist das FSC-Logo drauf? Genau, und das ist ja auch so ein Umweltlogo. Ja, und da hätte ich in der Berufsschule nicht immer mit dem Kopf auf den Tisch gelegen. meine Lehrerin hat mir hinterher geschrieben, das hättest du wissen müssen. Das haben wir in der Schule rangenommen. Herr Jauch, wissen Sie, auf welchem Produkt das öfters stehen würde? Also zur Auswahl stehen Papiertaschentücher, Heringsalat, Reißzwecken oder Nagellackentferner. Ich kann FSC-Logo. Ihnen mal ganz kurz was zeigen. Herr Jauch, wenn Sie das Logo nicht kennen, oder nicht wissen, wie es aussieht, so. Was? Ach, auf Ihrer Socke? Krass, können wir das mal der Kamera zeigen? Fuß. Wie auf dem Fuß? Na, da auf dem Fuß drauf. Er hat sich das Logo auf. Weiß ich nicht. Er hat sich das Logo auf den Fuß tätowiert. Das ist ja verrückt. Ja. Ist das jetzt so deine Verbindung mit der Umwelt? Oder? Ja, das ist einfach. Und als Erinnerung, dass ich es nie wieder vergesse, war. Hat mich immerhin 375.000 Euro gekostet. Aber ich gebe auch auf. Ich wäre damals weg gewesen und ich habe es auch schon wieder vergessen. Taschentücher. Genau, also die Antwort mir. Ist Taschentücher. Es geht, also es geht natürlich um Forest, also das F steht für Forest. Ich dachte Fisch, deswegen war ich mir so unsicher. Okay, das macht natürlich Sinn. Aber das war natürlich nicht die richtige Frage, sondern ich würde sagen, wir fangen an mit unserem kleinen Quiz. Meine allererste Frage, die würde ich mal an den Aaron stellen. Und die heißt, für die Produktion welches Lebensmittels wird pro Kilogramm das meiste Wasser benötigt? Rindfleisch, Kakao oder Avocados? Oh. Weiß ich. Das ist jetzt ärgerlich. Sie spielen gegeneinander. Also Sie können natürlich trotzdem helfen. Ja. Aber. Ich würde sagen, entweder Avocado oder Rindfleisch. Ich nehme das Rindfleisch. Ist das Rindfleisch? Wir fangen mal an mit dem, was am wenigsten Wasser braucht. Das ist tatsächlich die Avocado. Ach so, also, kann ich nicht mitmachen. Sie kriegen die nächste Frage. Sie kriegen die nächste Frage. Aber rein theoretisch könnte doch Herr Jauch auch seine Antwort sagen. Oh ja, das wäre natürlich jetzt, was haben Sie denn gesagt? Ich hätte Avocados gesagt, weil ich weiß, dass die unfassbar viel Wasser brauchen. Tatsächlich, aus der Auswahl sind Avocados die mit dem wenigsten Wasser. Also die brauchen 1500 Liter Wasser. Aber gleich weiß ich es. Tatsächlich, das Rindfleisch, das braucht sehr, sehr viel Wasser. Das sind 15.000 Liter, die da pro Kilogramm verbraucht werden. Aber Kakao braucht einfach mal 27.000 Liter pro Kilogramm. Ja. Das ist also hat doch der Herr Troschke komplett versagt. Ich würde sagen, das war so ein Gemeinschaftsprojekt. Oh. Aber okay, tatsächlich, 27.000 Liter. Das ist für wie viel Kakao? Viel? Für ein Kilogramm. Also es ist alles auf ein Kilogramm gerechnet. Ja, das hast du nicht. Hat er das gesagt? Das habe ich gesagt. Ja. Wir können mal zurück. Der Livestream ist ja nicht wie beim Fernsehen. Hey, auch passt es mit dem Ohr und mit der Technik? Ja. Ich versuch's. Der Rechner mit Windows 95 funktioniert. Ich weiß, aber ich höre Sie über hunderte von Kilometern. Dann machen wir eine andere Frage, und zwar die Nummer 2. Und das ist, wie hoch ist die tatsächliche Recyclingquote von Plastik in Deutschland? Unter 20%, rund 50% oder über 70%. Und ganz wichtig, es geht um die tatsächliche. Dran? Was? Hey, auch Sie sind dran. Sie sind dran. Zuerst. Ich bin dran. Ja. Ich befürchte, dass das tatsächlich unter 20% ist. Und das ich bin, ja, das hat man doch bei Jenke gesehen.
Genau, genau, genau. Tatsächlich ist das ganz interessant, weil die bereinigte Quote, die ist tatsächlich irgendwie, je nach Studie, zwischen 15% und 18%. Und offizielle Angaben, die sagen häufig etwas anderes aus, gerne so 45% oder so. Aber das ist interessant, weil diese Quote, die kommt, also diese Quote, die dann immer angegeben wird, die kommt daher, dass ein Großteil des gesammelten Plastikmülls wird verwertet, aber verwertet, das heißt auch sowas wie verbrannt oder ins Ausland geschickt. Ja. Also ganz, ganz abgefahren. Aber das war eine richtige Antwort. Also gibt es einen Punkt für Herrn Jauch. Oh. Yes. Oh. Es gibt ja noch ein paar mehr Fragen. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Ja. Der nächste Frage für dich. Also du kannst jetzt noch mal glänzen. Was verstärkt den Effekt der treibhausbedingten Erderwärmung zusätzlich? Das Ansteigen des Meeresspiegels, vermehrt auftretende Unwetter oder das Abschmelzen der Polkappen? Nochmal bitte. Also, was verstärkt den Effekt der treibhausgasbedingten Erderwärmung zusätzlich? Okay. Das Ansteigen des Meeresspiegels, vermehrt auftretende Unwetter oder das Abschmelzen der Polkappen? Oh, da würde ich jetzt direkt mal Publikum nehmen. Hat die mal, oh, nee, die, wenn ich die Blicke sehe, würde ich es doch. Nur so Fragezeichen. Ich glaube, die sind aber auch einfach sehr, sehr müde, weil wir haben letzte Nacht ungefähr 3 Stunden geschlafen. Wir müssen noch mal alle Optionen hören. Nochmal, Herr Jauch, haben Sie eine Ahnung? Ja, ich würde taktisch an. Ich halte Antwort A und C halte ich für Folgen der Erderwärmung. Und deswegen wäre ich für B. Aber es. Ja, aber die Unwetter, nee, das glaube ich, das ist ja auch falsch. Jonas. Also ich versuche eine Erklärung abzugeben, ja. Es gibt ja diesen Albedo-Wert, das gibt ja auch an, wie sehr, also weiß reflektiert der Licht. Und schwarz, also dunkles Licht, wird ja, also dunkle Oberflächen reflektieren ja weniger. Und je mehr weiß es, also je mehr Eis es gibt, umso mehr Licht wird quasi auch wieder zurückreflektiert. Das heißt, der Treibhauseffekt wird quasi abgeschwächt. Sehr weit hergeholt. Nee. Und je mehr, also das ist quasi so ein Effekt in sich geschlossenes System. Das heißt also, je mehr Eis schmilzt, umso mehr erwärmt sich auch die Erde. Es geht dann weiter. Also es verstärkt auch. Schaut irgendwie relativ zuversichtlich. Ja, denn das ergibt ja auch irgendwie Sinn. Aber was jetzt ja? Ja, das ist im Grunde genauso, dass es in schwarzen Autos wird wärmer als in weißen. Das stimmt. Oder? Genau, oder ja. Das ist hier ein super Lehrerteam. Also der weiß das. Deswegen, ich würde, Jonas, komm, machen wir. Ich nehme C. Und das ist tatsächlich richtig. Oh, du bist ein Schatz. Die Erklärung war tatsächlich auch richtig. Also wirklich? Astrein, genau. Ja, es ist einfache Physik. Das Eis, das reflektiert mehr. Also macht ja wirklich absolut Sinn, dass die Erde halt mehr aufnimmt, wenn einfach weniger. Ja, das hat doch Jonas jetzt schon erzählt, Simon. Aber sehr, sehr gut. Und damit steht es 1-1. Aber dein Joker ist weg. Herr Jauch hat noch einen Joker. Wie viele Joker gibt's denn? Das war dein Joker. Ich dachte, ich kann noch jemanden anrufen. Hättest du denn jemanden, den du anrufst? Wen würdest du anrufen? Kommt auf die Frage an. Herr Jauch, sollen wir sagen, Herr Troschke kriegt noch einen Telefonjoker? Nee, ich möchte die gleiche Bedingung. Er kann mich anrufen und ich lasse ihn dann reinrasseln. Na gut. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Okay, dann kommt jetzt die nächste Frage. Welche erneuerbare Energie hat weltweit den höchsten Anteil an der Gesamtstromerzeugung? Ist das A, die Wasserkraft, B, Solarenergie oder C, die Windenergie? Oh, schwer. Irgendeine Tendenz? Ja, weil es ja Staudämme und irgendwelche Sturzbäche und so Wasserkraftwerke schon seit ewigen Zeiten gibt, während Solarenergie und Windenergie relativ neue Energien sind, glaube ich noch, dass die Wasserkraft vorne ist. Gibt es eine Zeit? Gibt es so eine Zeit im letzten Jahr oder insgesamt? Nee, es geht um jetzt. Um jetzt? Also jetzt. Aktuell. Wo es die letzten Zahlen gibt. Okay, das ist ja in der Regel dauert das ja 2 Jahre. Aber auf dem Meer. Sind ja auch so Gezeitenkraftwerke, die brauchen ja auch Wasserkraft. Das stimmt. Ist von Herr Jauch die Frage. Ich würde beeinflussen. Weil auf den ganzen Meeren sieht man ja trotzdem auch klar, dann machen die viel mit der Strömung und alles, aber die Windräder sind ja auch auf dem Meer überall mittlerweile. Keine Teamarbeit, ne? Was? Keine Teamarbeit, ne? Ja, gerade. Also, ich würde Wind nehmen, sag vielleicht ich ist das ja auch seine Taktik, um Herrn Jauch zu verwirren. Oh, ja. Aber Herr Jauch. Ja, egal, ich nehme A. Okay, die Wasserkraft. Und das ist richtig. Wasserkraft ist richtig. Tatsächlich. Also mit über 50% ist Wasserkraft tatsächlich extrem groß bei den erneuerbaren Energien. Es liegt einfach daran, weil so ein Wasserkraftwerk,
Das ist halt, wenn du das einmal baust, dann hat das immenses Potenzial. Und gerade in China, also China baut ja wirklich ganz, ganz viele sehr, sehr große Wasserkraftwerke. Können wir jetzt ja auch in der nächsten Frage irgendwas nach Backstreet Boys oder so fragen? Also ich glaube, da hätten wir die mehr Chancen. Wenn die mal irgendwas mit Klima zu tun gehabt haben. Aber tatsächlich, wir sehen gleich mal. Jetzt kommt erstmal die nächste Frage für dich. 2-1 für Herrn Jauch, muss man sagen. Aber ist ja noch alles offen. Okay, in welchem Land wurde 1971 die Umweltorganisation Greenpeace gegründet? USA, Kanada oder Großbritannien? Also ich glaube, die Amis machen sowas nicht. Die machen, ja komm, wir ab Holz GmbH. Aber vielleicht gibt es deswegen da so viele Leute, die sagen so, ey, das geht gar nicht, was meine Landschaft ist. Ich glaube, die Kanadier sind ein sehr nettes Volk und haben auch eine sehr schöne Landschaft. Und was war noch? Großbritannien? Ja. Ich würde Tendenz Kanada. Ja, ich würde Kanada nehmen. Herr Jauch, was würden Sie sagen? Stimmen würde Sie damit? Ich ihm ausnahmsweise zustimmen. Ausnahmsweise? Und damit haben Sie beide recht, Aaron kriegt einen Punkt, genau. Ja, tatsächlich 1971 wurde das Ganze im kanadischen Vancouver gegründet. Und zwar, weil eine Handvoll Umweltschützer am 15. September so einen Atomwaffentest verhindern wollten. Das hat nicht geklappt, aber Greenpeace hat seitdem schon einiges bewegt. Und damit steht es wieder 2-2. Es bleibt tatsächlich spannend, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jeder 6, oder? Jeder kriegt 6 Franken, also insgesamt 12. Wir schauen mal, wir können auch 30 spielen, es muss am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie es bei Herrn Jauch aussieht, aber am Ende des Tages brauchen wir einen Gewinner. Das heißt also, das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie der Punktestand ist. Aber jetzt kommt nochmal eine Frage für Herrn Jauch. Und das ist, wie heißt ein 2009 eingeführtes staatliches Siegel, das fair und ökologisch produzierte Kleidung garantieren soll? Das ist entweder die blaue Naht, der weiße Kragen oder der grüne Knopf. Au, Scheiße, Fairtrade. Hab ich auch gedacht. Nee, das ist der grüne Knopf und der Minister für Entwicklung, früher hat man Entwicklungshilfe gesagt, Gerd Müller heißt er, der macht sehr viel Werbung für diesen grünen Knopf. Ist eine gute Sache. Ist eine gute Sache. Der wusste sogar, wer es erfunden hat. Stimmt. Ich meine, er ist ja auch der Quizmaster von Deutschland. Das stimmt, da kann man so. War das mal eine Frage über Wer wird Millionär? Nach dem grünen Knopf bisher nicht. Aber ich hatte jetzt einen Kandidaten, der hatte eine Knopfphobie. Der hatte Angst vor Knöpfen. Oh Gott. Und zwar insbesondere vor Perlmuttknöpfen. Der musste dann immer so hemmen. Das sind die ganz schlimm. Ja. Und dann hat er nur Reißverschlüsse getragen oder was? Ja, Reißverschlüsse oder es durften dann nur so Holzknöpfe sein. Oder der hat sich dann irgendwie mit Klettverschlüssen da weiter beholfen. Ein ganz tragischer Fall. Ja, tatsächlich dieser grüne Knopf, das ist ein Nachhaltigkeitssiegel. Tatsächlich muss man aber dazu sagen, dass es einfach eins von vielen, vielen Siegeln ist. Kleines Problem dabei ist natürlich, dass es halt nicht so ein richtig effektives Kontrollsystem bis jetzt gibt. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, wie das so oft ist. Ne? Aber trotzdem, die Frage war richtig beantwortet. Punktestand? Der Punktestand ist 1-0 Herr Jauch vorne. Ja, genau genommen 3-2. 3-2. Ja. Aus, das Spiel ist aus. Noch nicht. Wir haben noch 2 Fragen, glaube ich. Jetzt wieder eine Frage an dich. Welches gilt bislang als das einzige klimaneutrale Land der Erde? Das ist ziemlich krass, wenn man sich überlegen, es gibt nur ein Land, was klimaneutral ist auf der ganzen Erde. Zur Auswahl stehen Bhutan, Tonga oder Grenada. Boah, ich kann mir... So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wen du anrufst? Wen kannst du anrufen? Nee. Hättest du wen, den du jetzt anrufen könntest bei der Frage? Ich kenne keinen aus Bhutan oder Tonga, muss ich leider nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja einen Öko-Freund oder so. Der davor war es. Was war davor? 3 war die Antwort. Was waren bei der ersten die Antwort? 1 oder 2 oder 3? So, muss ich nochmal nachgucken. Geht in diese. Wisst ihr das noch? Aber es ist, ich glaube. Ich habe mich damals richtig gelegen. Echt? Ja, da habe ich gesagt, lange war nicht mehr D dran. Probieren wir mal. Also beim ersten war es die Antwort 2. Dann ist es jetzt 1. Was ist denn eins? Was ist eins? Also Bhutan dann. Ja, die sind dafür bekannt. Die sind dafür bekannt? Ja. Kannst du denn sagen, wo Bhutan ist? In Afrika. Es ist im Himalaya, in den Himalaya-Bergen. Oh. Und es ist ein sehr kleines, kaum entwickeltes Land, was aber tatsächlich unfassbar umweltfreundlich ist. Mit was man durch die Kiste durchkommt, aber das ist die richtige Antwort. Herr Jauch, wussten Sie, dass er so eine Frage bei Wer wird Millionär beantwortet hat? Nein, der Telefonjoker hat die gesagt. Nein.
dann habe ich ja auch gefragt, wann das letzte Mal D war. Dann hat er gesagt, bei 1000 Euro. Und das war dann ein bisschen her. Da habe ich gedacht, komm, machen wir mal. Also es war schon so, dass die Frechheit da schon gesiegt hat. Und das hat die Sendung wirklich so super gemacht. Deswegen war er der absolute Lieblingskandidat. Alle haben ihm die Daumen gedrückt. Und ich war heilfroh, dass er nicht von 500.000 auf 500 runtergedonnert ist. Sondern mit den 125.000, glaube ich, waren alle am Ende wahnsinnig glücklich. Ja, du auch. Ne? Du hast ja, hast ja so ein bisschen was daraus gemacht. Dann kommen wir zur Frage Nummer 8. Und die ist witzigerweise genau das ungefähr, was du dir gewünscht hast zum Thema Musik. Bitte! Und zwar, Greta Thunberg ist die globale Vorreiterin der Klimabewegung, während ihre Mutter Malena Ernmann auch nicht ganz gänzlich unbekannt ist. Denn sie entwirft Designs für das Modelabel von Björn Borg, ging 2009 für Schweden beim ESC an den Start oder ist eine Nichte zweiten Grades von König Carl Gustav. Und ich glaube, das habe ich sogar mal irgendwo gelesen. Ja, und ich habe es auch irgendwo gelesen, aber ich habe keins von den dreien gelesen. Ach so. Keins von den dreien? Was haben Sie denn gelesen? Ja, dass die... Was hat die mal gemacht? Ich bild mir ein, die war die Opernsängerin. Ja, aber dann... Und ich helfe deswegen... ja nicht. Ich habe gehört, die spielt Tennis. Aber nein, die ist nicht 2009, ist ja nicht für den ESC an den Start gegangen. Also was könnte, man erbt ja irgendwelche Dinge, was kann Greta denn, was vielleicht zu einer der drei Sachen passen könnte? Naja, wenn die natürlich ökologisch korrekt, ökologisch korrekte Designerklamotten entwickelt, dann würde das für Art sprechen. Ich warte erst auf die Antwort. Tatsächlich. Nee, ich ziehe jetzt den Joker. Okay. Hat jemand von euch? Ich mag das ein. Ich tendiere ich mag das Einhorn. Oder irgendjemand. Nein, nicht, Herr Jauch, tun Sie mir den Fall nicht das Einhorn. Das Einhorn schüttelt auch ganz massiv den Kopf. Das ist, glaube ich, aber auch ein Hase eigentlich. Ich habe das auch schon mal gelesen, aber ich dachte eigentlich, sie hatte also irgendwas mit Künstlerin. Sollen wir einfach so. Du noch vorlesen, die Antwort noch vorlesen. Also zur Auswahl stehen entweder entwirft Designs für das Modelabel von Björn Borg, ging 2009 für Schweden beim ESC an den Start oder ist eine Nichte zweiten Grades von König Carl Gustav? Also A und C. Ich habe gerade eben schon gehört. Da kann A nicht nochmal sein. Das geht. Du hast doch extra bei Musik gesagt, so, da kommt noch eine Musikfrage. Das ging um das Thema Tratsch, ne? Aber vielleicht. Vielleicht ist das auch mal gehört. Es ist schon lange her. Sollen wir einfach quasi demokratisch jetzt einfach abstimmen? Okay, wir machen mal, wer ist für A? Ja, super. Ich hätte es eigentlich A gesagt, aber wenn, dann bin ich auch als Einzige. Also anderthalb Personen sind für A. Wer ist für B, also für den ESC? Komm, ich nehme mal den B, weil du Musik gesagt hast. Ja, komm, ich bin auch. Oh Gott. Zwei sind für B und für den ESC. Wer ist für C? Ich glaube, diese Verwandtschaft macht schon Sinn irgendwie. Und Kyla? Drei sind für C. Ja, das ist. Was ist das für unselbstbewusste Strecke? Nee, dann habt ihr auch keine Ahnung. Das stimmt. Wie so oft? Ja, wirklich. Dann gebe ich doch meine Stimme auf das Modelabel von Björn Borg. Ich würde denken, es ist. Also Jana hat komplett recht. Ich glaube auch, es ist. Weil er auch sagt, die war Sängerin und ich weiß, dass sie was gemacht hat, worauf sie nicht stolz ist, die Grete. Also sie sagt eben nicht so geil, meine Mama, sondern peinlich und ich glaube, die war beim ESC. Aber sind stimmt, es ist ja. Moment. Nee, Herr Joch, sie hat A gesagt. Das ist leider die Spielregel. Ich gehe auf B. Nee, A war eingeloggt. Herr Joch, A war eingeloggt und da kommt keiner ran. Ja, tatsächlich total korrekt. Also leider. Wäre eigentlich die Antwort B korrekt? Jawohl! Ja! Marlena Ehrenmann. Die haben auch verquatscht. Weil du gesagt hast, Musikfrage. Da denkst du dann nicht. Ich habe das nochmal ganz gut gerettet, indem ich das mit dem Tratsch noch eingebaut habe. Aber sie war tatsächlich beim ESC und landete dort lediglich auf Platz 21. Wir zählen nochmal die Punkte zusammen. 3-3. Das heißt, wir gehen tatsächlich in die Stichfrage. Okay. Es muss ja einen Gewinner geben. Es ist jetzt eine Schätzfrage. Ach, es geht darum, wer am nächsten an der richtigen Antwort dran ist. Die Frage dreht sich um Autos. Ich weiß nicht, so Autos, ist das was ein Ding von dir? Vier Räder, sehr gut. Macht Brumm, außer es ist elektrisch und dann war es auch. Ich weiß, dass er ja auch Oldtimer-Fan ist. Echt? Sie sind Oldtimer-Fans? Ja, bin ich. Gut fürs Klima? Das ist deshalb gut fürs Klima, weil das Auto ja nur einmal gebaut wird und sehr, sehr lange fährt und dann nicht dauernd neue Ressourcen verschwendet werden, weil man sich dauernd ein neues Auto kauft. Zack, 1-0 für Jauch. Das ist ein guter Punkt. Außerdem steht es wahrscheinlich auch einfach öfters in der Garage, oder? So ein Oldtimer? Oder fahren Sie damit überall hin?
Das steht natürlich ganz viel in der Garage. Wenn es dann allerdings mal rauskommt, dann ist die Ökobilanz weniger bedeutend. Ja. Aber das ist nicht Teil der Frage, sondern die Frage ist, über welche durchschnittliche PS-Zahl verfügen neu zugelassene PKWs im Jahr 2020? In Deutschland? Und wir machen das jetzt vielleicht mal so. Ich würde ja auch spielen, Stein, Schere, Papier, wer zuerst sagt. Nee, ich würde das gerne so machen, dass, haben Sie was zu schreiben, Herr Jauch? Irgendwas? Ja. Haben wir was zu schreiben für dich? Ich kann es auch nicht. Geht es um Deutschland oder weltweit? Aber nicht googeln. Achso, nee, dann gibt mir ruhig was zu schreiben. Hier steht nichts dazu, also würde ich mal sagen, dass es weltweit ist. Oh, ich habe keine Ahnung, was ein PS. Man könnte es auch einfach ins Handy eintippen. Ja, ich kann es auch ins Handy eintippen. Ja, dann. Sparen wir ein bisschen Papier. Ja, das ist gut. Das versuchen ist Sie abzugucken. Nein, aber ich überlege gerade, wenn 2020 neu zugelassen ist, wird Deutschland sein. Was ist denn Rechner hier? Hier steht leider nichts dabei dazu. Über welche durchschnittliche PS-Zahl verfügen neu zugelassene PKWs im Jahr 2020? Kann Herr Jauch nicht was sagen? Ich sag mehr oder weniger? Ich glaube, das wäre unfair. Ja. Genau, und wir machen, wer näher dran ist. Ne? Ja. Genau, wer näher dran ist. Boah, ich bin noch nicht bin so fertig. Weit. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe keine Ahnung von PS. Hm. Vielleicht? Herr Jauch, Sie sind ja ein Experte. Ich habe mir damals von Wer wird Millionär einen 5er Golf gekauft. Wie viel PS wird der etwa haben? Ja, den wird es geben zwischen, ich schätze mal, 70 PS und als GTI kann der 150, 160 okay, haben. Dann mache ich mal jetzt ganz entspannt. Ja, ich meine, Käfer hatte früher 34 PS. Ja. Okay, ja, wie die Zeiten sich ändern, ne? Ja. Wir drehen um. Auf. Sie sind bereit? Ich zeig's dir einmal, dass es nicht heißt. Ja. Ich habe geschummelt, ja? So. Okay, dann drehen wir um in 3, 2, 1. Ich habe 83. Aaron hat 83. Hey, auch hat ein weißes Blatt. 115, jetzt. 115. Oi, oi, oi. Die richtige Antwort hängt tatsächlich mit dem anhaltenden SUV-Hype zusammen. Also SUVs sind ja sehr, sehr beliebt. Und das führt dazu, dass es tatsächlich 166 sind. Oh, krass. Ja. Und damit hat Herr Jauch gewonnen. Sozusagen zum zweiten Mal. Wieso? Gegen Herrn Jauch zu verlieren ist keine Schande. Absolut nicht. Vor allem, wenn man so weit kommt. Ich meine, es war ja wirklich ein sehr, sehr knappes Rennen. Und ja. Deswegen würde ich sagen, ist das eine ziemlich gute Sache. Und tatsächlich ist es auch so, dass für jede richtige Antwort, inklusive die letzte, die ja auch eine richtige Antwort war, 50 Bäume gespendet werden für unseren Baumzähler. Denn wir sammeln ja die ganze Zeit Bäume. So, das heißt, das sind wie viel? 7 mal 50. 7 mal 50. 350. Was kostet so ein Baum? 1 Euro. 1 Euro. Herr Jauch, dann packen wir aber beide jeweils nochmal 350 rauf, oder? Na, wir machen das ganz anders. Wenn wir das jetzt so zusammen gezählt haben, wie viel Bäume habt ihr dann insgesamt im Moment? So um die 27.000 schon. Haben wir schon. Ja, sehr krass. Sie hätten nicht gerechnet, dass es so viele sind. Ich habe jetzt auch gedacht, Herr Jauch, ganz ruhig. Okay. Aber dann, ich erhöhe von mir aus auf 30.000, damit das hier heute ein schöner Rennen wird. Das heißt, Herr Jauch packt 3.000 Bäume rauf. So Pi mal Daumen. Ich pack 3.001 rauf. So, jetzt haben wir's. Sehr gut. Wow. Echt? Wollen Sie noch mal nachmachen? Wow. Krass. Aber ich finde, dann packe ich noch die Schlossallee mit Hotel. Halt, 33.000 ein, dann packe ich jetzt noch drauf 332 Bäume, damit wir 33.333 Bäume haben. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Mega cool. Finde ich sehr, 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 sehr stark, dass Sie das machen. Generell, und Jonas, du so? Ich sitze hier nur rum. Das ist der richtige, das ist der richtige Weg. Das hätten wir viel früher machen müssen. Wir hätten daraus so ein Wettbieten machen müssen. Ja, das ist echt. Wer Bäume macht, mit Name und Adresse und weiter alles weiter veröffentlichen. Nee, aber total cool. Vielen, vielen Dank, Herr Jauch, dass Sie mitgemacht haben. Dank. Gerne. Im Namen aller Bäume. Tschüss. Tschüss, danke. Ja. Tschüss. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Einen schönen Abend. Dankeschön. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war schön. Mach's gut. Ich nehme das Wasser mit, ja? Jo, mach das. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Jonas, bis nächste Woche. Ich freue mich schon. Das ist es eigentlich. Alright. Ich bin mir hier nur angetan. Ist ja okay, danach boxen wir uns. Bist du schon am Boden und dann kriegst du den K.O.-Schlag und dann ist Schluss für heute. Okay. Ich bin dann.